Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Matten-Workout. Also komm gleich zu mir nach unten auf den Boden. Wir kräftigen eigentlich den ganzen Körper auf der Matte aber. Und wenn du ein Kissen für deine Knie benötigst, dann mach nochmal Pause und hol dir ein Kissen, damit du dich da drauf knien kannst, vielleicht. Ansonsten kannst du auch die Matte doppelt rollen, dann wird es auch weicher oder es geht so bei dir. Mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Wir starten natürlich mit einem ganz kleinen Aufwärmtraining auf der Matte. Und dazu setzt du dich so hin, dass deine Füße vorne aufgestellt sind. Häng dich einfach mal mit deinen Händen in deine Oberschenkel. Atme ein, richte dich auf. Und wenn du ausatmest, dann lässt du den Rücken ganz rund werden. Nochmal einatmen, aufrichten und mit dem Ausatmen rund werden. Tief ein durch die Nase, aus durch den Mund. Mobilisiere deine Wirbelsäule, beuge und strecke. Und beim Einatmen ganz bewusst dein Brustbein noch ein Stück weiter nach vorne ziehen. Dann bleibst du aufgerichtet, nimmst deine Arme nach vorne, rück mal die Hände fassen. Du könntest dich jetzt übrigens auch auf ein Kissen setzen, dann ist es auch angenehmer, so gerade zu sitzen. Und ganz kurz mal deine Handgelenke bewegen. Da brauchen wir ein bisschen Stützkraft nachher. Und dann mit dem Ausatmen dich auf eine Seite drehen. So weit wie es geht, einatmen zurück und zur anderen Seite aus. Einatmen zurück, natürlich in deinem eigenen Rhythmus. Jede Seite noch einmal, genau so. Dann bleibst du wieder in der Mitte, streckst dich, ziehst dich ganz lang rechts und links so richtig strecken und jetzt ausatmend auf eine Seite dich neigen und dann zur anderen Seite. Deine Seite lang ziehen, die Wirbelsäule zur Seite beugen. Jede Seite noch einmal und dann zur Mitte kommen, dich hinten abstützen, Brustbein heben, Beine etwas weiter als hüftbreit und jetzt die Knie von rechts nach links kippen lassen. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Sollte eigentlich ganz angenehm sein. Wenn du jetzt auf einer Seite ankommst, bleib mal einen Moment da und du kannst dich auch ein Stück nach oben ziehen. Becken, Hüfte strecken, bis du auch vorne die Dehnung spürst und dann kommst du wieder zurück und wechselst. Andere Seite, wenn du möchtest, drück dich hoch, dehn vorne auf, nochmal wechseln, hochdrücken. Jede Seite noch einmal. Dann sind wir so ein bisschen komplett aufgewärmt, hoffe ich. Und dreh dich gleich weiter, sodass du auf die Knie kommen kannst. Und wir starten gleich hier auf den Knien. Nimm deine Knie etwas breiter auseinander. Nimm deine Hände dann nach vorne und jetzt schieb dich zurück
spür die Dehnung im ganzen Rücken. Und dann kommst du nach vorne über die Innenseiten der Knie. Kippst du nach vorne und lässt dich einen Moment hier hängen, Blick nach oben. Versuch nicht, dich komplett hängen zu lassen, sondern rausziehen aus den Schultern. Geht? Jetzt nochmal zurück und nach hinten setzen. Und nochmal nach vorne und aufrichten. Der Bauch ist ein Muskel, der auch oft verkürzt, wenn wir viel sitzen. Also meint immer, man muss den Bauch nur kräftigen, aber du wirst merken, wenn du hier vorne bist und dich richtig schön rausziehst, dass du die Dehnung auch im Bauch spürst. Noch einmal, genau so. Und dann kommst du zurück Richtung Fersen. Nimmst deine Knie enger zusammen, denn jetzt schiebst du dich nochmal nach vorne, Hände ein Stück weiter vor und du gehst mit deinem Brustbein in Richtung Boden. Also Trizeps. Drück dich hoch, atme aus. Einatmen, zurück. Nochmal vor. Ellbogen an die Taille, Brustbein sinkt. Ausatmen, hoch. Du kannst natürlich so tief gehen, wie es für dich okay ist. Eng am Körper, Bauch gespannt. Einatmen, ausatmen, hochdrücken. Länge. Genau. Oberarme. Kraftvoll nach oben. Wenn es nicht mehr geht, ruhig Pausen einbauen. Geht noch zwei Stück. Ein letztes Mal noch. Und zurücksetzen, kurzen Moment entspannen, Handgelenke lockern, auf die Unterarme, Daumen Richtung Decke, Knie unter deine Hüftgelenke, Brustbein nach oben schieben. Wenn du jetzt hier bist, nimmst du die Hand, die zu mir näher ist, auf die Hand und das Bein, das zu mir näher ist, hebst du ein Stück ab. Und jetzt geht dein Bein zur Seite hoch und wieder ab. Spür den Po, den Bauch, den Rücken. Genau. Geht noch. Bisschen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, höher, 18, 19, noch einmal und absetzen. Kurz lockern, Handgelenke auslockern, Schultern lockern. Letzte Seite. Nochmal auf die Unterarme. Knie unter die Hüfte, dann die andere Hand abstützen. Das andere Bein heben und los geht's. Hoch und tief. Noch 10 Stück. Komm, komm. 10, 9,
acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, atmen, zwei, höher und absetzen, hochkommen, auslockern. Super, so richtig die Schultern entspannen. Und noch einmal auf die Ellbogen und wir versuchen, Oberkörper und Beine in einer Linie zu halten. Also, wenn du jetzt nach vorne kommst, nimmst du deine Knie mal weg vom Boden, spannst dein Gesäß an, Beine in der leichten Grätsche, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule, Po fest, halten. Könntest auch unauffällig die Knie absetzen. Das ist auch okay, ist etwas einfacher. Also entscheide einfach für dich. Entweder Knie hoch oder unten lassen, Ellbogen unter die Schulter. Und jetzt kippst du einmal rechts Richtung Boden und einmal links. Genau, rechte, linke Hüfte kippt Richtung Boden ab. Nochmal. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen, Knie absetzen, hochkommen, Arme schwingen, lass ruhig deine Arme rechts und links am Körper vorbeischwingen. Und wenn du jetzt für deine Knie ein Kissen benötigst, hol es dir oder leg die Matte doppelt. Komm im Blick zu mir. Ein Bein geht zur Seite. Streck's richtig aus. Und eine Hand ist unter der Schulter. Wichtig ist, dass du dich rausziehst. Wenn du mit der flachen Hand unten bist, ist es eher so, dass man in die Schulter hineinsinkt, wenn du das nicht tust, kannst du auch auf die flache Hand gehen oder auf die Fingerspitzen. Rausziehen auf jeden Fall. Hier fest werden in der Körpermitte. Und jetzt hebst du ein Bein nach oben an. Nimm den anderen Arm, der oben ist, ganz lang in Richtung Decke und mach kleine Bewegungen hier hoch. Außenseite, Oberschenkel. Achtzehn, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dreißig. Schaffen wir noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halten, 40 Stück waren das. Jetzt nimmst du die obere Hand Richtung Boden, nimm die andere ruhig flach runter, beug dein Knie. Spürst du die Dehnung in der ganzen Vorderseite? Blick ruhig nach unten, hoch das Knie, raus aus den Schultern und dann gehst du nochmal in die Länge. Das heißt, Bein lang, Arm lang und nochmal tief. Und nochmal hoch. Und tief, dein Tempo, aber lass das Bein wirklich oben. Es wird schon einmal noch. Halten und absenken. Oh, einmal locker lassen. Leg dich runter. Lass die Schulter locker. Leg dich ganz ab.
bleibe auf der Seite noch. Und dein oberes Bein ist jetzt vorne so ein bisschen aufgestellt, sodass der Fuß aufgestützt sein kann. Das untere Bein streckst du, Fußspitze anziehen, Kopf ablegen. Unter der Taille vielleicht ein bisschen Luft und jetzt ganz kleine Bewegung hoch, Innenseite, Oberschenkel. Geht noch. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lockern. Super. Hochdrücken. Alles von der anderen Seite. Wir haben angefangen mit Knien unter der Hüfte. Aufrichten. Zuerst rück wieder lockern. Arme schwingen. Erst kommt das lange Bein, dann mit der Rotation. Jetzt Bein zur Seite. Stütz dich ab, am besten auf die Finger. Hier einen dicken Gürtel. Hier rausziehen, Arm strecken und kleine hoch tief. Noch ein bisschen höher. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Halten. Hand runter. Beugen. Arm ab. Richtig hoch das Bein und nochmal wieder wechseln. Wieder Länge und tief. Geht. Noch zweimal, bisschen höher. Letztes Mal. Halten und absetzen, ablegen. Super. Langstrecken, oberes Bein, kurz mal ausruhen. Kopf ablegen, unteres Bein, Fußspitze anziehen. Hier das Knie ein bisschen hoch, unter der Taille Luft. Kleine hoch, tief. Ohne locker zu lassen, immer unter Spannung. Zwanzig, neunzehn, achtzehn, siebzehn, sechzehn, vierzehn, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen locker entspannen, hochdrücken, auslockern, hinsetzen, Beine locker lassen. Und jetzt schau, dass du hinter dir so ein bisschen Platz hast und du dich abrollen kannst. Ich komme mal so ein bisschen zu dir, dann kannst du es besser verfolgen, was ich mache. Zieh die Knie ran, ganz klein. Ein bisschen auf dem unteren Rücken hin und her wackeln. Der hat es verdient. Lass deinen Nacken schön lang.
Und jetzt kommst du mit deinen Beinen in den rechten Winkel. Die Arme neben den Körper. Könntest die Hände auch unter dein Gesäß legen, dann würde dir das leichter fallen. Ansonsten Handflächen zur Decke. Füße sind zusammen. Unterschenkel parallel zum Boden. Spür auch die Bauchmuskeln. Und jetzt öffne deine Knie und spür deinen Po, Bauch. Schließ kraftvoll wieder deine Knie. Ganz fest die Füße zusammendrücken. Und die Knie nochmal öffnen und schließen. Auf und zu Innenseiten spüren. Natürlich Gesäß auch und Bauchmuskeln. Achte nochmal drauf, ob die Oberschenkel senkrecht zur Decke sind. Wirklich kraftvoll zusammendrücken. Bauch auch spüren, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und nacheinander abstellen. Locker, bleib so, komm wieder zu dir, locker deine Beine aus. Stell sie hüftschmal auf, schieb dein Steißbein in Richtung Decke und roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel auf. Spür die Dehnung hier vorne, rück die Füße ein bisschen enger zusammen und dann roll dich nochmal tief und komm nochmal hoch. Steißbein beginnt. Maximal bis zur Schulterblattspitze, gar nicht höher. Jetzt noch einmal hoch und da bleibst du. Halte. Atme aus. Heb einmal rechts, einmal links im Wechsel. Versuch dein Becken ganz ruhig zu lassen. Versuch mal da gar nichts zu bewegen. Wirklich nur die Beine. Halte jetzt ein Bein, stopp. Bist du da? Gut, dann bleibst du mit der linken, also wenn rechts oben ist, mit dem linken Bein oben, mit der Hüfte, tauchst rechts unten ein, schau, links bleibt oben. Kommst wieder zurück, rechter Winkel, nochmal tief. Der Bauch muss mit, der Po hält. Geht noch. Noch zwei Stück. Und Fuß abstellen. Fliegender Wechsel. Auslockern. Anderes Bein hoch. Ruhig nochmal lockern. Und dann eintauchen. Becken oben halten. Tief, wenn es nicht geht. Geh so weit, wie es für dich okay ist. Noch zwei. Und Fuß abstellen. Ganz langsam abrollen. Sehr gut. Auslockern. Beine schütteln, Hände hinter den Kopf. Jetzt gehen die Ellbogen ein bisschen nach vorne. Nacken ist entspannt. Ausatmen.
Kopf nach oben. Lass Platz zwischen Kinn und Brustbein. Lass ein bisschen Platz unter dem unteren Rücken. Also nicht das Becken jetzt kippen bitte, sondern neutrale Position deiner Wirbelsäule. Und einatmen tief. Nochmal ausatmen, ein Stück hoch. Ein tief, spür deine geraden Rippenbögen, Beckenknochen zueinander. Drück den Kopf ruhig so ein bisschen in deine Hände, dann entspannst du deinen Nacken. Jetzt gehst du mit der rechten Hand zum linken Knie und mit der linken Hand zum rechten Knie. Ausatmen, ein und aus und ein. Acht noch, hast du es geschafft. Sieben, sechs. 5, 4, 3, 2 und langsam lösen. Ein riesiges X, Arme zur Seite, Beine auseinander. Richtig lang strecken, gähnen. Ich muss immer gähnen, wenn ich mich strecke. Das ist die Entspannung. Ruhig die rechte Seite lang ziehen, die linke Seite. Dann ziehst du ein Bein ran, das andere Bein ran und drehst dich zu mir auf die Seite. Einmal rüberkommen, das obere Bein fassen, das untere Bein richtig angebeugt lassen und jetzt versuch den Fuß in die Hand zu schieben. Spür deinen Hüftbeuger, Oberschenkel, drück dagegen, lass den Atem fließen. Und dann löst du wieder auf. Kommst nach oben, richtest dich auf und das Bein, das jetzt oben ist, kreuzt du gleich. Du kannst das untere Bein noch ausstrecken, wenn du möchtest. Richte dich auf und spür die Dehnung im Gesäß. Und wenn du möchtest, mit dem Unterarm den Oberschenkel fassen und so weit wie es geht nach hinten drehen. Ausatmen, wieder lösen und gleich zur anderen Seite. Rechter Winkel, oberes Bein fassen, Oberschenkel parallel zum Boden, unteres Bein gebeugt und den Fuß in die Hand schieben. Hüftbeugerdehnung. Und dann langsam wieder auflösen, gleich das obere Bein wieder kreuzen. Wir spüren, dass es ein Unterschied ist zur anderen Seite. Aufrichten, das untere Bein auch gerne ausstrecken. Und wenn du möchtest, den Oberschenkel fassen und weit nach hinten aufdrehen. Und dann kommst du ganz langsam wieder zurück zur Mitte, löst auf, nimmst beide Fußsohlen aneinander,
Halte deine Fußgelenke und drück jetzt mit den Ellbogen die Knie nach außen, sodass du die Innenseiten spürst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, ich freue mich über ein Gefällt mir und einen netten Kommentar. Du kannst auf meinem Kanal auch in die Playlist Bauch, Beine, Po gehen zum Beispiel. Findest du noch viele weitere. Wenn du gern intensive Workouts magst, dann schau in die intensive Workouts Playlist. Und jetzt lass dich mal hängen, spür die Dehnung im unteren Rücken. So weit wie möglich nach vorne ziehen. Ausatmen, aufrichten, lockern, Beine schließen. Und jetzt setz dich so hin, wie es für dich angenehm ist, wie du gerne sitzt. Schneidersitz, Fersensitz oder langer Sitz, wie du willst. Atme ein, mach dich ganz lang. Rechten Arm beugen und den linken, mit der linken den Ellbogen tief ziehen, den Trizeps dehnen. Und noch aufgerichtet sitzen. Dann wechseln, gleich die andere Seite beugen. Wenn es dir gefallen hat, dann gern Gefällt mir drücken. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank natürlich. Den Link findest du unter dem Video. Da heißt deine Unterstützung. Kannst du jederzeit verändern, wenn du da mich mit monatlich, was es dir wert ist, unterstützt. Vielleicht 2,50 Euro, 5 Euro, 10, was auch immer. Vielen, vielen Dank. Das locker. Ausschütteln. Ah, Schultern lösen. Nochmal einatmen, hochziehen, ausatmen, tief, einatmen, hoch, aus, nochmal ein, sehr fleißig, aus, vielleicht strecken und räkeln. Vielleicht magst du dich ja auch da jetzt nochmal strecken und räkeln und langziehen in alle möglichen Richtungen, dich durchbewegen und dann entspannen. Vielen Dank. Wenn du Lust hast, lade doch noch jemanden ein, sich mit uns zu uns bewegen. Denn wenn sich ganz viele Menschen bewegen, da freue ich mich als Gymnastiklehrerin natürlich. Freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wie schon erwähnt, vielleicht gehst du auf meinen Kanal. Da sind alle Videos nach Themen geordnet. Da sind sie auch nach Hochladedatum sortiert, wenn du auf Videos gehst. Du kannst sie übrigens auch nach Zeit sortieren auf der Seite. Also einfach mal reingehen. Abonnier meinen Kanal oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich schon. Bis dann.